Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest hier am Brunnen und mein Spiel ist abgestürzt. Weiß es nicht. Okay, es ist wieder da. Ich Siehst hatte gerade du? eine Fers. Deine Hunde fehlen, Eichenherz fehlen, Ja, warte alles mal, ich bin fehlt. noch gerade gespawnt. Ja, ich habe einfach die ganze Zeit, als er seine Sachen kopiert hat, habe ich einfach den Server angelassen, weil wir nicht alles nochmal neu töten müssen. Ja, und ich habe trotzdem noch mehr Spielzeit auf seinem Server als er. Was völlig unmöglich ist, aber er hat eine Stunde mehr. Vor allem, wir haben so jetzt in circa 10 Stunden gespielt, aber wir haben schon 15 Stunden Spielzeit. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen buggy. Aber besser als Sacred immer noch. Nein, Sacred ist Master Race. Ja, aber ich meine die Spielzeit. Nein, das ist super. Alter. Das musst du. Ja, haben wir das im Sacred LP erzählt? Ja, ne? Ne. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ja, ein Jahr. Okay. Wir haben doch nicht vor einem Jahr angefangen. Der erste Part vom Sacred LP ist ein Jahr her. Du bist gelevelt? Nee, das war nur ein Fehler auf der Anzeige. Ich bin jetzt bei 7. Ich bin jetzt bei 5. Was? Ja. Bei 5 schon. Ja, ich habe mir doch eben Schrein der Erfahrung gekrallt. Noch mehr kannst du nicht ich bin tragen. Voll. Du hast keinen Wir wollten Platz zum Händler. Mehr. Ich war da. Ich nicht. Shit. Ich esse ja, stimmt, ich war doch vor dem, ich glaube vor dem alten Brunnen war ich oder irgendwie in so einer Ecke war ich kurz vorm Händler ja, genau. Und du nicht. Kannst du ein bisschen leiser das alles drehen, weil ich habe mich ja selber. Ich hab dich auf meinen Ohren. Ja, trotzdem höre ich mich. Du kannst ihn nicht selber hören. Klar, ich höre dich kaum. Mein Laden ist nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes. Ist die Audioqualität also? Hast du deinen Part mal angeguckt? Das ist gut so. Kann ich vielleicht trotzdem helfen? Ja. Hör ich nicht. Der erste Part, der war super. Alter. Danke. Armschienen mit 44 Rüstung. 48 Rüstung. Plus 111 Leben. Jetzt selber welche mit 108. 108. Nein, ich hab sogar 48 Rüstung nicht. Dummer Freddy. Dummer Freddy. Ich habe insgesamt 6 Tode. Ich zeige mal kurz meine Sekunde, das jetzt, was ich gerade offen habe. Ich habe ein bisschen Energiewiderstand. Ich glaube, das ist Blitzwiderstand oder so. War das nicht so? Mhm. Ne, 7% ist das hier. Doch, hier ist so. Ne, Energiewiderstand ist was anderes. Alter, ich habe jetzt überall Resistenzen drin. Vor kurzem hatte ich nirgendwo Resistenzen bis auf Gift und jetzt habe ich überall Resistenzen. Warte mal, ich hab nirgendwo außer Blut. Ich hab 14 Feuer, 12 Eis, 7 Blitz, 45 Gift. Ja, und 16 Durchschlag, glaube ich. Ich hab 17 Feuer, 30 Eis, 17 Blitz, 0 Gift und 10 Durchschlag. Durch Bohrung. Und bei Sekundär habe ich nur 6, nee, 8. 8, ja, okay, 8 Energiewiderstand. Habe ich 8 Blutung. Das ist alles schlecht, das kommt damit rein. Die Rüstung ist recht schlecht. Die Rüstung ist auch recht schlecht. Schild brauche ich sowieso nicht, das nicht. Wir hätten auch vor der Aufnahme, du hättest auch vor der Aufnahme verkaufen können. Ich hab's ja aber nicht gewusst, ich dachte wir hätten. Jetzt stehe ich hier ein paar drum, mach die ganze Zeit mein giftiges Zeug in die Umgebung und warte, dass du fertig bist zum Verkaufen. Ich komme sogar, es geht wieder. So, ihr müsst meine Pepper. Auf Wiedersehen! So, er ist übrigens nebenbei, weil er ein YOLO-Swagger ist. Ja. Falls ihr scharfe Pizza mögt, Backfrische mit Pepperoni und Salami ist geil. Aber die ist nicht so extrem, also die ist eigentlich voll nicht scharf. Die ist ziemlich scharf. Fand Alter, ich meine Maus gerade. Die haben eine neue Rezeptform, steht extra drauf. Extra ja, die habe ich schon gegessen. Fand ich schon ziemlich scharf. Ich esse aber auch eigentlich nicht so scharf. Angenehm eigentlich. Ich esse eigentlich nicht so scharf. Aber manchmal ist das ganz geil. Manchmal ist scharf echt nice. Nee. Automato hört sich an wie so ein Spielzeugsoldat. Ja. Die neue Geschäftsidee. Automato. Ja, schon wieder ich was für nichts, natürlich. Ja, ich habe auch noch 20 Stück im Inventar irgendwie. Für mich halt. Ja. Essenzen halt. Hier droppt richtig viel, ey. Ja, massenhaft. Richtig viel. Also wir haben schon. Hier habe ich schon eine blaue Sache drin gefunden, doch die ganze Mechanik. Wollen wir erstmal da lang gehen, die Gänge sehen entspannter aus. Ja. Hier sieht genauso scheiße. Okay. Egal. Wir müssen ja sowieso noch runter, können wir erstmal die unteren Ebenen alle abklappern. Mhm. Hier ist eine königliche Chest. Aber keine geile. Ein Standardkönig, sag ich jetzt mal.
Ich zieh das Arco auf mich und loote dabei die ganze Zeit. Ja, ich wollte hier einen Epos keinen Schaden. Ich hab sie verwirrt. Ja, er schlägt durch die Luft. Nochmal Mechanikteile. Ich hab hier schon wieder zwei Mechanikteile. Ich glaube, zwei habe ich noch in der Kiste. So. Armfedern? Das hört sich sehr intelligent an. Stomm. Die können ja runrushen. Das kann ich, glaube ich, auch mit Kings. Mit deinem Perk. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Nee, nicht wirklich. Nicht mit meiner Klasse. Nein. Wohl, geht eigentlich. Weil du echt viel Schaden machst. Du müsstest eigentlich hier so draufhauen, weglaufen und Fernschaden nochmal drauf. Aber den Gegner mache ich hier zum Beispiel gar keinen Schaden. Nee, ich auch fast nicht. Also ich mache schon ziemlich viel Schaden, aber halt nicht so, dass ich sagen kann. Nicht klassenbezogen. Oh. Ich mache klassenbezogen fast überhaupt keinen Schaden hier. Ich meine, wir machen ja allgemein ziemlich viel Schaden. Ja, das geht schon. Fledermaus dann. Okay, hier ist ein Boss-Fledermaus, die den Stern unter sich hat. Natürlich. Platzfall. Es ist tot. Wow. Und ich hab grad irgendwas aus Versehen angeklickt. Heldmonster habe ich bekommen, da unten rechts. Ja, aber bei mir stand es gerade, glaube ich, oben links in der Ecke. Heldmonster. Glaube ich nicht. Ich pulle erstmal ein bisschen was ich damit schön töten kann. Und baller ich dann mal rein. Okay, das lohnt sich schon manchmal. Ich finde die Skelette inzwischen eher niedlich als gefährlich. Du brauchst mehr Energie. Ach, fand ich schon immer. Außer wenn sie in riesigen Mengen kommen. Ja, yeah, also jetzt gerade. Da mag ich sie gerade eben gut. Er liegt schon. Ach, das war deins. Ich wollte da schon draufklicken, weil ich dachte. Ich hab's auch versehentlich erst eingesammelt und dann hab ich gesehen, dass ich meins. Also, da geht's zur Hauptquest, dann ist wir erstmal. Wo siehst du das? Bei mir ist da oben schon das Ausrufezeichen. Jetzt ist es bei mir auch da. Mir war schon eben gerade schon mehr. Da. Jetzt wieder. Da ist erstmal hier alles pullen in dem Raum. Ja, okay. Hauptsache du pullst was, ich schlag einmal rein und alle sind auf mich. Mein ganzer Pull ist hier unten. Ja, du hast aber gerade eben so ein paar Skelette und einen Lebenskraftfresser hinter dir gehabt. Die hau ich dafür. Ich hab keinen Lebenskraftfresser. Doch, mir wurde gerade Lebenskraft gefressen. Nein, hier sind nur die kleinen Dämonen. Ich hab gerade aber Leben verloren und er hat Leben dazugekommen. Alter, wieso? Ich hab grad keinen Heiltrank genommen, wo ich auf die Heiltrank-Taste gedrückt hab. Ja, die Hälfte von deinen Leuten ist tot. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich mag den Angriff. Ich freue mich schon auf mein nächstes Monster, ey. Da brennt irgendwas. Wo? Da oben. Ja, warte, guck ich mir gleich mal an. Jo, stimmt. Oh, zwei Brandknochen. Ja, aber nur Lappen, Brandknochen, also keine, wo man sagen kann. Keine Bossmonster. Da bringe Energie. Hier unten ist dann noch ein kleiner Fleck frei. So, dann wird das hier auch erkundet. Siehst du, mit den Dingern mache ich hier fast keinen Schaden. Ja, meine Pfeilfalle macht, glaube ich, ziemlich viel Schaden. Sorry, übrigens das letzte Woche? Nee, vorletzte Woche. Ach du Scheiße, wir sind jetzt schon übernächste Woche. Stimmt. Okay, dann fange ich jetzt nicht an mit sorry, dass kein Titan Quest kam. Weil ich hoffe, dann kommt wieder Titan Quest regelmäßig. Ich müsste wieder Titan Quest Single aufnehmen. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Muss ich auf jeden Fall dieses Wochenende noch machen. Gut, das wahrscheinlich nicht. Gut, dass ich das dieses Wochenende, also nächste Woche. Nein. Über nächste Woche übrigens. Nein, wenn du diese. Wow, stimmt. Das ist. Wir sollten aufhören, in verschiedenen Zeiten zu reden, das verwirrt mich immer. Ja, mich auch. Auf jeden Fall muss ich heute eigentlich noch aufnehmen. Also nicht nächste. Nicht an dem Tag, an dem ihr das guckt, sondern am 24. 23.03.2014. 2026. Wir kommen aus der Zukunft. Hauptsache, wir sind die Zukunft. Das sowieso. Wow! Alter! Hätte ich dich vorwarnen sollen? Ein bisschen. Warum ist doch nichts? Na dann. Oh. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht.
Vor allem, wenn meine Schockwelle gerade alles einfach gekillt hat. Ja, deine Schockwelle. Sagen wir erst mal deine Schockwelle. Es war nicht mein Gift und meine Pfeilpfanne und unsere Angriffe. Es war deine Schockwelle. Gestorben ist alles, als ich meine Schockwelle reingeballert habe. Nein, noch nicht. Okay, doch. Hallo, Orden des Prometheus. Ach nee, gar nicht wahr. Das ist Phönix. Wir haben jetzt ein Problem. Was? Wir machen zuerst die Fallen kaputt, okay? Ja, machen wir. Ich bin doch schon dabei. Erstes kaputt. Und der ich hab Akku. Ja, ich mach die anderen kaputt. Du hast die Minotaur hinter dir, oder? Jo. Moment, halten bitte die Aggro. Ja, kein Ding. Ich hab eine Pfeilfalle. Die regelt schon. Okay, es fickt mir der, okay? Ja. Der ist gar nicht mehr so stark. Naja, er macht schon ganz gut Schaden. Ich habe ja kein Aggro. Ein Heal wäre süß, wenn du mich zwischendurch mal heilen kannst. Danke. War es gerade Laika oder mein Hund, der gestorben ist? Weiß ich nicht. Laika bleibt auch die ganze Zeit. Drescher, nur eine Scheißwaffe. War keine große königliche Truhe irgendwo? Nein. Ich find's geil, wenn im Multiplayer zwei königliche große Truhen hintereinander stehen, das ist nice. Dann freue ich mich immer. Wir haben das, was übrigens eine blaue Waffe ist, aber auch nur so eine Sichel halt. Für dich oder für mich? Niemanden. Das ist halt ganz normale blaue Waffe halt. Intelligence oder? Du benutzt. Wow! Übrigens, ich bin gerade einfach reingerannt, die Viecher werden jetzt lebendig. Warum kriegen die unsere Aura? Weil er die Aura auch hat. Der ist dumm. Nee, doch nicht. Die Viecher sind übrigens ein bisschen stärker. Ja, oder sie rennen einfach weg, weil sie nichts mehr wissen. Ja, die sind halt geistig dumm. Die sind dumm am Kopf. Kriegst du die? So. Okay, nice. Eine habe ich schon. Ja, meine Sturm, der macht die gut Schaden, finde ich. Einer hat meinen Hund gekillt. Ja, ich glaube, ich mache den noch ein bisschen mehr Schaden als du, oder? Ja, vor allem, weil du schneller angreifst. Und dir auch Schaden gegen die Viecher speziell macht. So, das ist übrigens der Telkine. Der ist schon doch mal schmisch geworden. Ja, ist er wirklich. Und ziemlich schwach eigentlich. Verhältnismäßig für den Telkine ist er nicht stark. Ja, wir sind ja auch schon ziemlich stark. Ja, was soll er anzeigen eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Oh, nein, Limos. Mach dir Limos dann weg. Pussy Limos, die können nichts. Ich hab trotzdem Angst vor denen. Der frisst übrigens gerade mein Leben. Ich hab einfach zwei Bolzen gefallen, was soll der machen? Anwenden. Ich hab keine Hunde mehr. Aber diesmal hab ich die Aggro. Ja, so, jetzt kommt der Orden des Prometheus. Weißt du, die helfen uns nicht mehr, die kommen einfach. Oh, es lag gerade derbst. Darf ich die Kugel anfassen? Du hast ja keine Formel gekriegt. Jo. Asi. Das ist für Schildkrötenpanzer, reines Gefieder, Atem. Okay, das ist ein Bogenteil, weil. Nee, das ist. Durchschlag. Das, ich glaube, ich nehme das dann. Willst du dann mein altes haben? Was denn das? Das hier ist Bernsteinflakon. Da braucht man eine Bogensehne, ein reines Gefieder und ein Schildkrötenpanzer. Bringt was? Durchschlagschaden, Giftwiderstand, Verteidigungsqualität, Angriffsgeschwindigkeit, weil. Nice. Das würde ich dann lieber nehmen. Du hast ihn vernichtet. Dieses Schiff wartet, Krieger. Belohnung Herakles macht es. Oh, man kriegt kein ganzes Teil, man kriegt nur einen Teil von drei. Telkine sind übrigens starke Bossgegner, die, glaube ich, in jedem Gebiet eins kommt. Ja. Wenn man sich denkt, drei Telkine gibt's. Ich weiß aber nicht, ob es im Hades noch eins gibt. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oder ich glaube nicht, dass im Hades irgendwas ist, aber ich glaube, dass der Hades, wenn es schon so heißt. Ja, der ist aber nicht wirklich stark. Also doch, er ist todesstark. Ich kann jetzt spoilern, aber ich lasse es. Wollen wir jetzt nach Rakotis reisen? Ja.
Wollen wir gleich den Part beenden und dann, oder wollen wir den hier einfach noch weitermachen? Hm. Über 5 Minuten. Okay, ich glaube, wir können ja auch mal durchziehen. Wir gucken einfach nur die neue Stadt an und dann ist gut. Genau. Sei gegrüßt, Reisender. Warte. Wo ist der faule Junge? Ach, hallo. Kannst du mir dann gleich ein Dings geben? Was denn? Bogensehner. Ja, ich habe übrigens goldenes Fließ fertig. Hä? Ich habe jetzt übrigens goldenes Fließ fertig. Bogensehner ist das da. Da haben wir gleich zwei wahrscheinlich fertig. Telkin Siegel, ja, die sind eigentlich voll scheiße. Die sind eigentlich voll gut wegen Energieregeneration, aber ich brauche ja nicht. Wo bist du? Wo ist der Karawanenhändler? Ich sehe ihn nicht. Ich sterbe ein Karawanenhändler. Moment, oh, ich komplett übersehen. Ich hab todes viele Sachen jetzt fertig, ey. Hab ich mir das Flamme nochmal? Ja, hab ich auch fertig. Ich hab richtig viel jetzt fertig, ey. So, reines Gefieder, Schildkröten kannst du abkaufen. Bogensehne hab ich fertig? Bogensehne hab ich sogar zwei Stück fertig. So, dann nehme ich eine davon. Hab ich noch eine. Moment. Drei Stück habe ich sogar fertig. Herakles, ich glaube, ich auch eine fertig. Ja, okay, dann gehe ich erstmal zum Händler. Herakles, nee, doch, Herakles macht, kann ich nur einen geben. Herakles macht? Ja, die haben wir doch bekommen vom Questgeber. Ah, ich nicht. Ich habe goldenes Fließ. Oh, was hast du bekommen? Goldenes Fließ. Gut, das kann dann auch noch damit hin. Aber waren die gut? Nee. Ich brauche noch ein Kamel. Ich brauche noch ein Kamel, ja, ich glaube. Hast du diesen nichtsnutzigen Diener gesehen? Halt doch die Fresse, Junge. Aber ich kann auch gleich Tränke kaufen. Ja, ich auch. Ich muss auch gleich todes viel verkaufen. Ja, ja. Halt die Kommen ruhig wieder. Was wolltest du jetzt? Bogensehne. Krieg ich die? Ich schicke gerade Handelsanfragen an dich. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Reisender, komm und schau dir meine Waren an. Ja, warte. Ich glaube, ich habe gerade voll viel verkauft, was ich gar nicht verkaufen wollte. Stärke, ja, ich habe gerade voll viel verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Du bist immer willkommen. Moment, da liegt sie. Komm, sieh dich um. Das ist Intelligenz, das ist Stärke. 50 Rüstung, Armschienen. Moment. Was haben die? Warte. 4 Geschicklichkeit plus. 4 Geschicklichkeit, 6, ja, okay, ich glaube, die nehmen mich. Obwohl, wie viel haben die? 50, ne? Ja. Okay, 2, ich habe Verteilungsqualität dann noch ziemlich viel, also ich glaube, das lohnt sich nicht. Nee, verkauft. Okay, ich hab's wieder verkauft. Ist hier überhaupt so ein... 48er Armschienen? Hab ich selber. Okay, gut. Der Helm ist... schlecht, der Ring ist schlecht, der Ring ist schlecht, der Ring ist schlecht, der Speer ist sowieso schlecht, Schilde sind immer schlecht, das brauchst du auch nicht mehr. Boah, ich brauch dringend Energietränke, ey. Welches von den Artefakten ist eigentlich besser? 20, Giftwiderstand, 30 Geschick, 30 Energie, 35, Alter, ich verlese mich, das hat Angriffsqualität, 6% Energiekosten, also das wäre glaube ich schon besser für dich und dann noch 16 Durchschlagswiderstand. Dann hat das hier Durchschlagschaden, Giftwiderstand, Verteidigungsqualität und Angriffsqualität. Ja, dann nehme ich das hier. Ja, dann kriegst du Bloodlead. Ach kacke, jetzt habe ich was gekauft, was ich gar nicht kaufen wollte. Ja, die Fakten sehen ja voll lustig aus. Ich bin kleine Truhen. Hä? Eine kleine Truhen, die man auf den Boden wirft. Ach, das ist alles? Jo. So. Das zweite Inventar haben wir jetzt auch noch übrigens hier bekommen. Ich weiß nicht wann. Aber wir haben es auf jeden Fall gerade noch bekommen. Eben, gerade. Gerade eben so. Gerade. Ah, oh, nice, jetzt habe ich Blattglied. Nee, Glied gesagt. Guck ich hier noch die Stadt so ein bisschen an. Genau, wir gucken uns mal kurz die Stadt an. Hier ist ein bisschen schöner Brunnen. Arkanenhändler. Oh, Familienerbstück. Ja, die Quest kenne ich noch, die ist scheiße. Hast du das Portal schon aktiviert? Jo. Gut. Blattglied. Und da kommen schon die ersten Gegner, Schakalmenschen. Schakal, Schakal, das ist ein Schakal. Hier ist es nicht sicher. Die irgendwie komplett schwach sind und nichts können. Ja, sind sie. Du kommst an und machst einfach nichts. Einfach die Schwerwehr-Dings sind also schon lange tot. Bin ich schon lange da. Sind Alter, so wie schlecht sind die denn bitte? So wie die Goblins ungefähr. Die Goblins waren viel stärker. Nein, Mann.
Alter, ich töte dich hier mit zwei, drei Schlägen. Ich auch. Das ist voll schlecht. Ich mache übrigens wirklich Blutungsschaden. Blutungsschaden, wir wollten nicht weitergehen. Ja, ich wollte nur diesen Bereich hier noch säubern. Hörst du das? Nein. Das war der Timer auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Oder du kannst ja auch die Verschiebung machen. Ja, genau. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wäre nett, wenn da mal eine Bewertung da lasst, aber auch nicht. Mir scheißegal eigentlich. Ich wollte es immer wieder sagen, so Fan-YouTubers dann und so. Haut rein, tschüss. Ciao.